Hallo und herzlich willkommen bei Deutsch mit Martin. Was habe ich hier? Das ist eine Zuckertüte. Manchmal nennt man sie auch Schultüte. Seit über 200 Jahren bekommen die Kinder in Deutschland Zuckertüten zum ersten Schultag. Und früher, da hat man den Kindern eine Geschichte erzählt. Im Haus des Lehrers wächst ein großer Zuckertütenbaum. Und wenn die Zuckertüten groß genug sind, dann kommen die Kinder in die Schule. Warum sagt man Zuckertüte? Man sagt es, weil in einer Zuckertüte viele Süßigkeiten sind. Schokolade, Bonbons, Lutscher und so weiter. Natürlich stecken in einer Zuckertüte auch Dinge, die das Kind für die Schule braucht. Stifte, Federmappe, Lineal, Brotdose, Trinkflasche oder zum Beispiel der Stundenplan. Auf dem Stundenplan steht jedes Schulfach. Im August und September kommen viele Kinder zum ersten Mal in die Schule. Das bin übrigens ich mit meiner Zuckertüte am ersten Schultag. Allen Kindern wünsche ich eine wunderschöne Schulzeit. Ich hoffe, ihr habt aus diesem Video wieder viel gelernt. Wenn ihr bei Deutsch mit Martin am Unterricht teilnehmt, gibt es zwar keine Zuckertüte, aber es macht trotzdem Spaß. Bis zum nächsten Mal. Tschüss!